Ich hau hier hinten wieder Mais drauf, fertig. Wir machen nochmal komplett Mais, dann häckseln wir das ab, dann haben wir wieder Ruhe mit der BGR. Und wenn du jetzt dich fragst, warum für einen Hof? Weil da noch das Silo fast zur Hälfte noch voll ist. Ey, wir haben ja noch ein Silo oben am Hof. Ja, aber hier, ich finde BGA ist erstmal wichtiger, weil das uns mehr Geld einbringt. Aber ja, aber wenn du mal überlegst, die... Sei mal kurz ruhig. So Not. Und wenn nicht, wir können uns da auch was wegholen. Mensch, so schlimm ist es doch oben nicht. Wird sich 40.000 Liter von da geholt und fertig ist? Nein, nein, ich meine... Weil der Weg so weit ist zu fahren. Ernsthaft? Faulheit? Ja, tut Querfeld einfahren. Ernsthaft? Das passt jetzt alles hier dann in den Hof rein? Ja. Wow. Wir brauchen, ja, 80.000 Liter fehlen nach Anzeige, wo ich jetzt irgendwie aber nicht traue. Deshalb mach erstmal einmal abbunkern, dann wartest du. Einverstanden? So, ja, hier steht also 78.194. Beim Mais. Ah nee, Quatsch, das ist anders da. 75.189. Ich war davor auf Sojabohnen gewesen. Das ist ein ganz normaler Wahnsinn. Also ich finde einen Kasim 100, da sage ich nichts gegen, aber diese Luschi hier kann runter. Naja, es gibt Leute, die mögen sowas. Ich weiß jetzt, für wen ich den raufgetan habe. Genau, da wollte so ein Junge mal mitspielen. Den du auch angeschleppt hast. Aha. Ja, na Kratsch, den habe ich auch angeschleppt. Jens ist produktiv. Ja, andere Leute kommen halt, denken, hier gibt es irgendwie spezielle Mods. Bin ehrlich, ich habe eigentlich nach einem vernünftigen Server gesucht und wo denn Rainer gesagt hat, ich kann mal den anhauen. Alter, jetzt, warum machst du die Tür auf? Frische Luft. Ja, aber da macht man das Keck auf. Warum? Wenn ich von vorne frische Luft mag, von hinten. Ach. Und Heck zirkuliert. Ey, ganz Zugluft mag ich aber auch nicht. Wenn du die Tür aufmachst und hinten und oben offen bist, dann sieht es noch schlimmer, kann ich dir mal sagen. Ja, aber wenn du die Tür offen machst und hast das Heck hinten offen, dann sieht es auch viel. Wie voll bist du? Oh ja, noch 3.000. Hier noch 2-1. 2-1. 2
1,8. Kannst du auch mal. Bist du voll? Nee. Nein. 1,5. 150? 1500? 1,2. Das ist 1500. 1,1. Kannst du mal vernünftig hin? 1,1 ist was anderes. Soll ich dir sagen, was 1,1 heißt? Das heißt 1,1 Millionen. Das ist Ansichtssache. Was du meinst, ist 1200, 1000? Mhm. 1200. Logisch. Bist du voll? Jetzt bin ich voll. So. Mähdrescher aus. 5 Liter sind noch drin, gell? Das ist egal, raus da. Warte erstmal noch am Feld, oh. Mann. Ich hab's auf dem Feld hingekippt, die 5 Liter. Für die Vögel. Das Lux sollte ich oben auch schließen. Das hat es gerade so. Jo! Hier steht ja jetzt ein Zweiter. Willst du weiter dröschen? Wieso, wie viel fehlt denn noch? Genau 1 hoch. Also 40.000 Liter. Also, irgendwie stimmt das mit deiner Mathematik nicht, glaube ich. Hä? Aber wo ich das letzte Mal drauf geschaut hatte, wo ich den ersten Zug entleert hatte, da fehlten wirklich, da standen 120.000. Auch davor und danach. Hm, naja, dann fahren wir halt wieder rauf. Ah, hier unten wächst es schön. Fahr ich zum zweiten Mal zum Drescher wieder raus. Ich hab gesagt, lass den da noch stehen. Na, wenn man fertig ist, mal fertig, oder? Hoffentlich hat der Herr das Güllefass gleich mit Substrat gefüllt. Ja. Och, da muss ich stehen lassen. Oh. Ist jetzt wieder der beschissene Kalkstreuer. Bei die Hühner. Ich
habe ich in den. Das jetzt darf ich. Schon hier kalken? Hm? Schon hier kalken? Hier darf ich denn auch noch kalken. Oder wie, was hast du vor? Erstmal fällt 30 kalken. Danach fahre ich dann mit dem Güllefass hoch. Danach kommt da wieder Mais drauf. Was hast du denn eigentlich gepflügt? Fällt 30? Mhm, wenn der Mais drauf kommt wieder. Ja, du musst es halt immer pflügen. Ich habe gedacht, wenn man Mais drauf hat, braucht man nicht mehr pflügen. Nein. Du musst die Stoppeln weg haben, damit du wieder Mais aussehen kannst. Die Stoppeln verhindern das Aussehen. So, müssen wir hier das Ziel treffen. So. Und los geht's.